Heißt hier piepst? Ja, dass er die höhere Temperatur erreicht hat, aber wir sind noch bei 38 Grad. Achso, naja gut. Dann schauen wir mal. Jetzt geht's dann schnell. Jetzt erzähl mal was von deinem Wirtshaus. Das ist schon eine spannende Geschichte. Du hast ja 2003 die erste Kochshow mit auf der grünen Lust gemacht. 2003 war es, also 2003. Tatsächlich schon ein bisschen mehr. Mit mir, die erste. Mit dem Hermig. Ja, da war ich noch Jungkoch, Jungköchin. Beim Stefan Rottner. Genau, das war meine erste Jungköchinnenanstellung. Mittlerweile bin ich jetzt seit 9 Jahren bin ich jetzt Küchenchefin im Wirtshaus. Also wir haben nächstes, 9 Jahre? Ja, nächstes Jahr ist 10-jähriges. Nach dem Stefan bist du noch zum André Köthe? Genau, ich habe meine Ausbildung gemacht, im Kalten Hotel begonnen. Dann wurde das geschlossen wegen dem fulminanten Umbau, weil es ja das Hitler-Hotel war. Und das konnte man dann nicht mehr so tragen in der Stadt. Dann bin ich in die alte Post nach Grafshof, habe da meine Ausbildung fertig gemacht, was eine sehr gute Entscheidung war, weil es im Vergleich zum Hotelleriekochen eben ein reiner à la carte Betrieb war, also ein reines à la carte Restaurant. Und auch damals schon eine tolle Küche. Damals, oder? Also auf jeden Fall ein ganz renommierter Betrieb. Mhm. Also, dann war der Stefan Rottner mein Prüfungsvorsitz bei meiner Abschlussprüfung. Der hat mich dann gefragt, ob ich bei ihm arbeiten möchte. Das war damals so ein bisschen wie die höhere Weihe. Also der hatte noch einen Michelin-Stern und das war dann so ein bisschen wie 5000 Stufen überspringen und gleich dahin, wo du eigentlich irgendwann mal hin wolltest. In dem Prospekt von der Grünen Lust stand dann damals Köchin aus gutem Hause oder sowas, ja, ne? Weil das war irgendwie ganz seltsam, wie sie das formulieren wollten. Und dann gab es ein Foto mit der Diana mit dem Ei auf dem Kopf und Köchin aus gutem Hause. Ja, schön war das. Echt, das war lustig, was wir da gemacht haben. Da habe ich die Kochshow auch gnadenlos überzogen. Ich erinnere mich noch. Ja, ich habe so ungefähr dreimal gesagt, wollen wir vielleicht mal kochen anfangen, aber die Zuhörer waren einfach so fasziniert von dem, was er erzählt hat, weil das Urspiel lang gedauert hat. Und die haben gesagt, lass uns was kochen. Jetzt ist alles so, soll das der Backofen machen. Ja, es gab ein Schwein aus irgendeinem Gewürzfond mit Bratwurstrinden. Und einer süßen Senfcreme. Das weißt du noch. Ja, okay. Das war ziemlich. Also ich habe die Rezepte noch. Die Rezepte übrigens, alle Rezepte auch von der Diana, sind bei kocheinrichtung.de ja immer dabei. Also wenn man kocheinrichtung.de geht, dann landet man bei uns im Blog in der Kategorie Kocheinrichtung und da sind jeweilig die Rezepte. Es gibt aber auch noch einen Geheimtipp und wenn man auf den Möbelmachern bei Küche Rezepte geht, da ist eine Rezeptdatenbank, die hat die ersten Rezepte aus dem Jahr 2000 tatsächlich. Und wenn man da Diana Brüchel als Köchin eingibt, dann kommen, ich glaube, 60 Rezepte oder sowas. Viele mittlerweile auf jeden Fall. Ja. Und da kann man auch Zutaten eingeben. Also das, viele Köche, der Christian Bonker verwendet immer diese Bank, weil da der André Köthe und Diana und der Stefan Rottner, alle haben da Rezepte beigefügt. Und er sagt immer, wenn er etwas mit Schwein oder Lende oder sonst was macht, gibt er das nur ein und schaut mal, was die Kollegen da alles so gemacht haben in den letzten 15 Jahren und lässt sich davon inspirieren. Und das ist diese Datenbank eben, das ist das Raffinierte, dass man nach Zutaten suchen kann oder nach Namen oder so. Ansonsten sind keine Bilder dabei, deswegen ist es nicht sehr schön. Aber vollständig. Dann, wie kam es dann zum Wirtshaus? Na, es war so ein bisschen Überfall eigentlich. Also ich bin nach den 2 Jahren beim André Köthe bin ich für ein Jahr nach Italien zum Kochen, ins Dorf Tirol, zum Gerhard Wiesner in die Louis-Trenker-Stuben. Wolltest Nudeln, oder? Genau, ich wollte einfach, ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich will wissen, wie das mit der Nudel wirklich funktioniert. Wurde dann auch gnadenlos bestraft, dass wir Deutsche natürlich überhaupt gar keine Ahnung haben. Also wir wissen nicht, wie man Risotto kocht, wir wissen nicht, wie wir Nudeln kochen und ich sollte quasi alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt gewusst habe, zumindest über Teigwaren, quasi zurück über den Brenner schicken und mich neu auf das einlassen, was mich erwartet. Und das war sehr, sehr interessant. Also das war, ich hatte das Glück, jemanden an meiner Seite zu haben, der das sehr leidenschaftlich betrieben hat, sich komplett um die Pasta zu kümmern. Also ich war fast 11 Monate dort und wir haben in diesen 11 Monaten, soweit ich mich erinnere, nichts gedoppelt. Also wir haben jeden Tag unterschiedliche Nudeln, unterschiedliche Teige, mit Ei, ohne Ei. Also es war für mich einfach wie eine never-ending story. Und dann natürlich noch in einem Betrieb, der auf derart hohem Niveau arbeitet. Also der hatte damals schon den 2. Michelin-Stern und es war einfach vom Kochen her einfach sehr akribisch, was zwar eine harte Schule war, aber wichtig. Und dann war das so, ich war in Italien und meine Mama hatte den
Willi schon kennen und lieben gelernt. Und Willi hatte ja eine kleine Winothek in Nürnberg am Friedrich-Ebert-Platz. Die Willis Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder, ne? Ja. Ja. Es war eine kleine Winothek mit mediterraner Küche. Und wir haben immer so drüber gesprochen, wie es denn wäre, einen eigenen Laden aufzumachen, weil so in mir der Freigeist schon irgendwie, der wurde immer lauter, eigentlich so kochen zu wollen, wie es aus mir sprudelt. Also nicht so zu arbeiten, wie dir das jemand vorgibt, sondern eben so, wie ich das möchte. Also meinen eigenen Küchenstil finden, prägen, dass es halt einfach meins ist, so meine eigene Handschrift. Und dann habe ich ein Foto bekommen aus einer Küche, ja, man kann schon sagen, es war eine Küche, also eigentlich es war ein gefliester Raum mit einer unfassbar großen Dunstabzugshaube, einem Biertisch und zwei Großraumfritteusen. Und das war eine E-Mail nach Italien mit der Frage, deine neue Wirkungsstätte, kannst du dir das vorstellen? Und ich wusste nicht so genau, habe mir gedacht, naja, der wird schon wissen, was er macht, und bin dann zurück nach Deutschland gekommen, und er hatte ein wunderschönes, wie ich finde, ein wunderschönes Ecklokal, eben direkt am Friedrich-Ebert-Platz gefunden. Die Großraumfritteuse deswegen, weil es früher ein Karpfenrestaurant war. Es war das Rohritzer Eck zum Karpfenbeck. Muss wohl eine Legende gewesen sein, war aber eher vor meiner Zeit. Ja, deswegen eben die Fritteusen als elementares Kücheneinrichtungsutensil. Also das waren wirklich so Badewannen. Ja, ja, und dann gab es da eine Umbauphase über ein halbes Jahr. Der Willi hatte eine ganz klare Vision, wie ein Restaurant auszusehen hat. So minimalistisch wie irgendwie möglich, also keinen unnötigen Nippes irgendwie im Laden. Ja, und dann haben wir eröffnet. Und nächstes Jahr ist 10-jähriges dann im Oktober. Also das ist, denke ich, wir sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Gastronomie in Nürnberg und ja, sind da auch stolz drauf. Also das natürlich um einen herum machen die Lokale schneller auf, als man denkt. Also plötzlich überall ist irgendwas. Jetzt sprießen die Burgerbuden überall. Also ich habe in den letzten 9 Jahren halt schon sehr viel Mode und Hype um mich herum einfach mitbekommen und wusste aber auch, dass wenn man das ein oder andere nicht perfekt umsetzt, es dann auch irgendwann halt einfach zum Scheitern verurteilt ist. Also molekulare Welle, ich hatte das alles schon um mich herum, dass mir gedacht hat, Mensch, vor einem Monat habt ihr noch Jägerschnitzel gemacht und heute gibt es Erdbeerkaviar auf dem Dessert und der ist auch noch schlecht gemacht. Also deswegen, also wir bleiben. Aber die Nürnberger Szene ist ja auch was Besonderes. Ja, ne? Ja. Also, ich glaube, von dem ein verbindendes Element bist natürlich du, aber ansonsten sind die Spitzenköche in Nürnberg natürlich eine der wenigen, die auch gemeinsam arbeiten. Ja, also das ist das Schöne. Also es gibt einen Kollegenkreis. Ich denke, wir haben da alle den gleichen Anspruch. Also dass wir einfach ehrlich und sehr gut kochen wollen und das aber auch mit einer gewissen Moderne, also wie wir eben sagen, okay, modern interpretierte deutsche Küche, und die helfen sich auch konstant gegenseitig aus und es ist ein sehr reger und guter Austausch, was man jetzt so, wenn man nicht gerade einer Vereinigung angehört, sonst eher selten findet. Also ist jetzt, ansonsten würde ich sagen, ist die Gastronomie eher ein Haifischbecken, also ja, eben. Ja, also der Kontrast zu Nürnberg ist da schon immer. Und bei uns ist es so, dass es eben so einen Kreis gibt, so ja, 8 bis 10 Kollegen, so ja, ob das jetzt der Christian Wonker ist, der Sebastian Kunkel aus der Zirbelstufe, der Stefan Rottner, der André Köthe. Also immer wenn es irgendetwas gibt, gemeinsam etwas zu machen, dann schaffen wir es auch gemeinsam. Ob jetzt für ein Charity kochen oder irgendwas anderes. Genau, genau. Sie sagten vorhin, Sie wollten Ihren eigenen Stil finden, ja. Drückt sich das aus in Würzen, in Optik oder was ist? Ich denke, wer mal im Wirtshaus essen war und kommt wieder, sieht es ganz klar. Also das schmeckt ist auch alles klar. Das ist, würde ich sagen, immer, also das natürlich das Wichtigste ist, das muss wahnsinnig lecker sein. Also das ist die höchste Prämisse eigentlich, ja, dass Sie sagen, das war unfassbar lecker. Dann ist es bei uns so, dass wir durch die verschiedenen Verarbeitungsmethoden von Gemüse am liebsten noch das erreichen, dass Sie sagen, es war auch noch unheimlich raffiniert. Dadurch, dass wir Minze, Federkäse, Zucchini in den einen Topf packen und Korianderkorn und Semmelbrösel in den anderen Topf packen, sagen Sie auf jeden Fall am Ende noch, das habe ich so noch nie gegessen. Und dann sehen Sie genau, welche Handschrift wir haben. Also das ist natürlich, über die Jahre hinweg hat sich das verändert. Also wenn ich heute lese, mein erster Menü-Hauptgang, den ich gekocht habe, war konfierter Schweinebauch
mit Thunfisch und Bohnen. Das war mein erster Menühauptgang. Ein sensationelles Gericht, aber ich würde es heute nicht mehr so kochen. Also, man entwickelt sich da natürlich weiter. Ne? Das heißt, Sie experimentieren auch? Oder wir probieren einfach viel aus und natürlich, ich meine, solche Gerätschaften gab es ja auch nicht schon immer. Also, als wir eröffnet haben, war nicht daran zu denken, sich einen Dampfgarer zu kaufen. Das war zu teuer wie ein Kleinwagen. Also, da haben wir gerade schon enorm viel Geld für ein Restaurant ausgegeben. Also mussten wir versuchen, das irgendwie zu kompensieren und anders zurechtzukommen. Also natürlich haben sich unsere Gerätschaften haben sich verändert und unsere Art zu kochen hat sich auch verändert. Also ich meine, ich bin älter geworden, das allein schon, ich meine, führt dazu und natürlich auch bedachter. Also mittlerweile ist es so, dass viel auch reduzierter ist im Gedanken. Also wir trauen uns heute ein Gericht ausschließlich um das Thema Tomate zu machen. Nichts weiter. Also das Thema ist Tomate und wir arbeiten mit diesem einen Produkt. Ja, wobei die Besonderheit ja vom Wirtshaus auch ist, dass Diana ja komplett auf das, was man sonst in der Gastronomie so übel Sättigungsbeilage verzichtet. Ja, also komplett. Ja, also ich könnte, das existiert nicht. Gibt's nicht. Also wenn es einen Gang gibt, der sich um Risotto dreht, dann ist es ein Risotto-Gang, so wie ich es gelernt habe in Italien. Ja, also dann ist es ein Gang, der sich eben rein um das Thema Risotto dreht. Wenn wir Pasta machen, ist die Pasta in der Abendkarte immer selber gemacht. Also es wird auch nichts zugekauft. Es ist ein handwerklicher Betrieb. Wir sind auch ein Ausbildungsbetrieb. Bei uns gibt es keine Zauberpulver oder dergleichen. Ja, und deswegen, also es gibt nie, Sie werden nie einen Teller kriegen, der Fleisch mit Kartoffeln und Gemüse beinhaltet. Mittags können Sie einen Schnitzel essen, da gibt es Bratkartoffeln und einen Beilagensalat. Ist auch richtig so. Ist in Ordnung. Die Leute haben wenig Zeit, wollen noch nicht so viel Geld ausgeben. Kein Thema. Abends würden wir uns natürlich wünschen, wenn sich die Leute auf das Angebot 4-, 5- oder 6-Gang-Menü einlassen, was mittlerweile die meisten, also der große Prozentsatz ist Menü, um natürlich auch den Faden zu haben, das ist das, was die gerade machen. Also wir wechseln die Abendkarte so in circa 4 Wochen oder bloß und haben bis zum heutigen Tag auch noch kein einziges Gericht doppelt gekocht. Also wir schauen nicht im Jahr 2014, was haben wir 2012 aus Spargel gemacht, sondern wir überlegen uns im Jahr 2014 neu, Was haben wir für ein Produkt? Wie sieht es aus? Was machen wir damit? Ja, also in der Zwischenzeit ist es aber so, dass man bei dir sogar mittags reservieren sollte. Ja, also es bietet sich an, weil der Mittag, erstens, es gibt nicht so viele Lokale in Nürnberg, die Mittagstisch kochen und es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele, die gut Mittagstisch kochen. Ja, also deswegen bietet sich da an, mal, zumindest ein Handy hat ja jeder, kurz mal durchklingeln und sagen, wir sind zu zweit, kriegen wir noch einen Platz. Welche Kapazität haben Sie? Wir haben also unser Restaurant fast 50 Plätze. Die Terrasse sind 35 Plätze. Mittags ist das ein Durchlauf, also da ist das Restaurant auch manchmal 2-3 Mal voll, je nachdem. Ne? Also kommt ganz drauf an. Heißt von 12 bis 11.30 Uhr bis, ich würde sagen 13.30 Uhr. Um 14 Uhr ist Feierabend. Dann haben wir Mittagspause quasi für 3 Stunden. Abends ist es so, dass der Tisch, den Sie reservieren, ist auch Ihr Tisch. Also es kommt nicht die Familie Huber um 8 Uhr und wartet, dass Sie Ihr Dessert endlich vertilgen. Also Sie haben Ihren Tisch bei uns reserviert, der Tisch gehört den ganzen Abend Ihnen. Und wer einen Tisch auf der Terrasse reserviert, hat auch immer einen Tisch im Restaurant reserviert. Aber also, Sie dürfen ihn nicht mitnehmen, auch wenn die Platte von den Möbelmachern ist. Nein,